Hallo, ich bin Markus von Roots of Change. Das folgende ist eine von mir genehmigte Videoübersetzung von AudioDub. Genieße es. Das ist ein Messer. Dave kehrte glücklich zum Dolce zurück, um mit mir auf die Philippinen zu segeln. Wir verlassen Palau zufällig zur gleichen Zeit wie Andy von sailingwithandy.com. Oh, ja, wahrscheinlich. Ja. Ey, ich weiß nicht, ob du das jetzt haben willst. Hallo! Zeig es auf jeden Fall vor. Es war eine harte Überfahrt, aber wir kamen rechtzeitig an, um mit meinem Kumpel Trevor zu surfen, der schon eine Woche auf mich gewartet hatte. Schau mal, wer da ist. Ich komme mit Surfbrettern für dich. Perfekt. Schönes Paddel. Ich vergieße eine Träne. Willkommen. Wir sehen uns an der Küste. Und meine Schwester kam an und es war erstaunlich. Eine Menge wirklich abgelegener Orte, die unerwartet waren. Apropos, TAM hat einen tollen Job als Kapitän gemacht und das Boot zeitweise motorisiert, während wir vor Anker gingen und ich paddelte. Hierher zu kommen war ziemlich beängstigend für sie, aber sie hat es gut geschafft. Es herrschte reger Bootsverkehr. Weißt du, sie macht das so ziemlich mit null Erfahrung und einem nicht wirklich tollen Lehrer in mir, weil ich das Boot eigentlich nie motorisiert habe. Also hat sie einen tollen Job gemacht, während ich gepaddelt bin. Das war ziemlich erleichtert, dass ich keinen Schaden angerichtet habe. Ich wünschte, wir hätten Filmmaterial von diesen Momenten, denn das waren wahrscheinlich die aufregendsten Momente, als wir uns gegenseitig anschrien. Wir haben uns eigentlich nicht so sehr gestritten, wie es Geschwister wahrscheinlich tun sollten oder bei vielen Gelegenheiten tun würden. Ich fand, wir haben uns ganz gut verstanden. Absolut. Aber ja, es gab Zeiten, in denen wir uns gegenseitig angeschrien haben, teilweise weil sie mich nicht hören konnte und sie wollte, dass ich sie anschreie, aber wahrscheinlich auch, weil sie sauer und gestresst war. Markus ist die ganze Zeit so chillig.
Manchmal wollte ich ein bisschen mehr Stress, ein bisschen mehr Dringlichkeit. Aber ich wollte es nicht eilig haben, denn es muss reibungslos ablaufen. Es gab keine Notwendigkeit und das wusstest du. Es ist großartig. Ich meine, es ist toll, wie entspannt er ist, denn das hat mich definitiv entspannter gehalten in Situationen, in denen ich vielleicht ein bisschen mehr gestresst gewesen wäre. Ich würde dringend werden, wenn ich müsste. Ich würde schreien. Aber das musste ich zum Glück nicht wirklich tun. Du bist ein großartiger Kapitän. Du hast mich so sehr an Dad erinnert. Es gab so viele Momente, in denen ich dachte, oh mein Gott, ich bin wieder 8 Jahre alt. Das ist Papa. Was war dein gruseligster Moment? Definitiv die Überfahrt von Negers nach Banai mit Abstand. Ich hatte schreckliche Angst. Es war wirklich hart hier. Und ich glaube, es liegt daran, dass ich auch damit aufgewacht bin. Ich hatte mich gerade schlafen gelegt. Also habe ich nicht darauf geachtet. Der Wetterwechsel ist passiert. Ich bin damit aufgewacht. Ich habe es auch nicht beobachtet, denn es war dunkel und es ging schnell. Und dann ist da noch die Seekrankheit, kombiniert mit der Angst. Das hat mich in eine ganz andere Welt versetzt. Das war hart da draußen. Wir haben da reingeschlagen. Es war so laut. So laut. Ich hatte Angst. Es hörte sich wahrscheinlich erschreckender an, als es tatsächlich war. Das tut es immer. Ich hätte an Deck gehen sollen, aber ich hatte Angst. Das ist es, was dich krank gemacht hat. Ja, ich hätte nicht erwartet, dass die Seekrankheit so quälend sein kann. Du sahst aus, als würdest du leiden. Jetzt verstehe ich, warum es so eine große Sache ist und warum die Leute sich darüber Sorgen machen. Es ist nicht nur Übelkeit. Es ist eine Sache des ganzen Körpers. Manchmal springen Menschen über Bord und bringen sich um. Ja, das konnte ich sehen. Es gibt kein Entkommen. Wenn du dich krank fühlst, möchtest du dich einfach nur in ein stilles Bett legen und getröstet werden und dafür gibt es keine Option. Es ist lähmend. Ein lustiges Erlebnis. Ja. Was denkst du, TAM? Ich denke, es macht Spaß, sobald ich meine Angst überwunden habe. Ich glaube nicht, dass ich an einer posttraumatischen Belastungsstörung leiden werde. Wird es dir gut gehen? Ich weiß nicht, wie es mir geht. Ja. Deine Ausdauer verblüfft mich und dein Durchhaltevermögen und deine Integrität der Mission gegenüber, einfach ohne Motor weiterzureisen, egal was passiert. Das ist erstaunlich. Also gut, hier sind wir an Bord der Dulce. Das ist die Hinoan B auf Mohoa Island. Ich werde eine kleine Radtour um die Insel machen, um den Dschungel und die Berge und die Schokoladenhügel zu erkunden. Dazu muss ich das Fahrrad auf das Land bringen. Und was ich hier mache, ist, dass ich mein Rad auf meinen Trockensack schnalle, einen großen Trockensack, und es ans Ufer paddle. Ich habe es noch nie mit den Rädern zur gleichen Zeit versucht. Das wird also ein kleines Experiment sein. Vielleicht funktioniert es nicht. Es ist ein bisschen unangenehm. Oh, das fühlt sich toll an. Sieht sehr bequem aus. Ich muss hier irgendwie auf das Board kommen. Los geht's.
Just like that. Er ist fast am Ziel. Eine kleine Gruppe von Kindern versammelt sich, um seine Ankunft zu beobachten, wie immer. Ein seltsamer ausländischer Riese mit einem Fahrrad auf dem Rücken, der auf dem Wasser läuft. Er wird in Kürze zurückkommen und mich holen. Du hast dich wirklich verpflichtet. Ja, es war nicht die harte Verpflichtung, die ich eingehen musste. Sonntag. Dieser Teil ist nicht wirklich eine Herausforderung für mich. Was ist der herausfordernde Teil? Furcht? Nun, wie du festgestellt hast, war der herausfordernde Teil für mich in letzter Zeit meine Gesundheit. Ja. Ich kämpfe schon seit einiger Zeit mit diesen fleischfressenden Bakterien. Ich wünschte, du würdest es nicht so nennen. Er sagte, 3 Tage wird es gut werden. Aber ja, es schwächt offensichtlich dein Immunsystem. Ich arbeite ständig an mir selbst, manchmal nahe an der Erschöpfung. Und dann wechsle ich das Klima und das Essen. Schlafen in ungünstigen Umgebungen. Es ist schwierig, sich sauber zu halten, wenn man auf dem Meer ist. Denn dort herrscht eine konstante Hitze, wie Schweiß und Hitze. Ein Sprung ins Meer hilft definitiv, die Körpertemperatur zu senken. Ja, das ist etwas, was ich gerne die ganze Zeit machen würde, aber weil ich eine Hautinfektion hatte, konnte ich es nicht tun. Und das ist wahrscheinlich die größte Herausforderung, denn ich bin die ganze Zeit am Meer, aber ich kann nicht das tun, was ich am liebsten tue, nämlich im Meer schwimmen. Ja, das ist eine Schande. Das war das, worauf ich mich in Mikronesien am meisten gefreut habe, surfen und tauchen oder schnorcheln, aber ich konnte nichts davon machen, weil ich mit dieser Krankheit zu kämpfen hatte. Ich akzeptiere es. Ganz genau. Akzeptanz ist der Schlüssel. Der erste Ort, an dem wir nach dem Verlassen von Surigao City gesegelt sind, ist Surigao. Dann ging es nach Bohol und dann CQR und dann Dumaguete, ein anderer Spot, Pork Bombonera, Tombobo, dann ein paar kleine Anker, dann nach Penny, dann ging ich hier hoch nach Boracay. Ein bisschen traurig, dass wir uns verabschieden müssen. Ich weiß, es ist traurig, es begann sich normal anzufühlen. Normal auf eine bizarre Art und Weise. Ja, aber die Zeit verging einfach viel zu schnell. Es geht eine Beerdigung vorbei. Interessant. Zur Beerdigung kleiden sie sich in Weiß. Bedecke ihre Münder. Das ist einfach eine andere. Eine weitere normale Sache hier auf den Philippinen. War es all das, was du erwartet hast und mehr? Ich habe erwartet, dass es unerwartet sein würde. Ja, ich erwarte normalerweise das Gleiche. Ich setze keine großen Erwartungen an die Dinge. Ja, ich versuche auch, nicht zu viele Erwartungen zu haben. Es war toll. Was für ein Abenteuer. Es hat eine Menge Spaß gemacht. Es ist verrückt für mich, wenn ich daran denke, dass diese 6 Wochen für mich wie eine Reise des Lebens sind. Und es ist nur ein winzig kleiner Teil deiner Reise. Ja, ich denke, wenn man es so sieht. Ich weiß nicht so recht, ich habe das Gefühl, dass jedes kleine Abenteuer ein großer Teil einer größeren Reise ist, aber ich sehe es nicht als einen klugen, winzig kleinen Splitter. Ich glaube, es wäre ein bisschen zu überwältigend, wenn ich das tun würde. Ja, das ist ein guter Punkt. Weißt du, ich nehme einen Schritt nach dem anderen, einen Tag nach dem anderen. Ich lebe im Jetzt. Ich glaube, deshalb ist die Zeit für mich so schnell vergangen, weil ich einfach im Moment gelebt habe. Dave, Dolces Besitzer, kommt zurück, um mich für eine weitere Etappe zu begleiten. Von Boracay nach Puerto Galera oder Subic Bay und dann weiter nach Hongkong. Idealerweise innerhalb der nächsten 2 Wochen oder so, bevor die Winde abflauen und das Risiko für Taifune steigt. Das Risiko ist gering. Etwas, das ich denke, das sehr wertvoll sein wird, wenn ich es mitnehme, ist, wie lange ich ohne Motor gefahren bin. Es war nicht die ganze Zeit, weil wir Stopps auf Inseln hatten. Und, weißt du, ich habe hier mein eigenes Ding gemacht und mich nicht immer an die Mission von Markus gehalten, wieder ein Bruchteil der Zeit im Vergleich zu dem, was du machst.
Aber für mich ist es wahrscheinlich die längste Zeit, in der ich keinen Motor, welcher Art auch immer, für den Transport benutzt habe. Fast 2 Wochen, glaube ich. Also, es ist vielleicht ein bisschen schockierend, wenn ich von der Band abgeholt werde und rübergehe, um in ein Flugzeug zu springen. Aber, ja, ich bin ziemlich stolz auf mich dafür. Das solltest du auch. Du warst fantastisch. Danke, dass du mit mir segelst. Ich danke dir. Du nimmst mein Angebot an. Am Anfang war ich definitiv ein bisschen zögerlich. Ich war nur ein bisschen, weil ich wusste, dass es wirklich hart werden würde. Ich wusste definitiv nicht, wie schwierig es ist. Ich habe nicht gedacht, dass dieser Teil hart sein würde. Ich dachte, dieser Teil würde glatt sein. Die Überfahrt nach Hongkong wird noch härter. Obwohl ich denke, dass du es auch gut hinbekommen hättest. Es ist nur so, dass wir deine Zähigkeit bei all dem irgendwie ausgebrannt haben. Das habe ich neulich auch gedacht. Ich denke, dass ich wahrscheinlich total einverstanden damit gewesen wäre, wenn wir es zuerst gemacht hätten. So wie wenn wir den umgekehrten Weg von Hongkong zu den Philippinen machen würden. Nach einer Woche auf Deutze hätte ich es geschafft. Nein, es war großartig. Yeah, Team Pekonen. Yeah, yeah. Ich danke dir. Ich danke dir. Zerreißen. Oh mein Gott. Love you.